Gut, Gameplay oder Optik? Warum widerspricht sich das? Das ist ja ein Regler, ne? Also entweder hat das viel Gameplay oder viel Optik oder irgendwas dazwischen. Warum ist das so? Kann ich nicht ein Spiel mit geilem Gameplay und guter Optik machen? Oder ist jedes Spiel, was ein gutes Gameplay hat, optisch scheiße und die, die optisch geil sind, haben eigentlich keine Spieltiefe oder so? Gut, wir machen Denkspiel, ne? Das heißt, Denkspiele optisch völlig uninteressant, oder? Also weitestgehend. Vielleicht ein bisschen hübsch. Also ich würde ganz massiv hier rübergehen, oder? Vielleicht nicht unbedingt auf Max, aber ich würd massiv hier rübergehen. So, bei Denkspielen, wenn ich was zeichnen muss, interessiert mich die Story doch überhaupt nicht, oder? Da will ich möglichst langes Spiel haben. Da würde ich ähnlich tendieren, oder? 8? Ey, die Story interessiert doch keine Sau bei einem Denkspiel, oder? Ja, komm. Atmosphäre oder Content? Da bin ich aber auch ganz, ganz weit hier hinten, ganz ehrlich. Also, einsteigerfreundlich. Ja, sollte es auf jeden Fall sein, ne? Sieben, acht, neun. Doch, wir machen ein relativ einfaches Spiel, ne? Schon so? Ja, komm. Core-Gamer auf jeden Fall, ne? Nur die Hardcore-Gamer kommen. Nein, natürlich nicht. Hier eigentlich normalerweise bis hierhin, aber ich mache keine Extremwerte. Warte mal. Machen wir mal 9, oder? Ich weiß nicht, ob ein Extremwert sinnvoll ist, aber ganz ehrlich, ein Kinderspiel. Doch, komm, lass mal so, oder? Oder habt ihr was dagegen? Sagt ihr, Fussel, hör auf mit der Scheiße, das ist das schlechteste Spiel ever? Wenn ihr Ahnung davon habt. Wenn nicht, dann nichts, ne? Dann nichts sagen. Oder einfach sagen, ich habe keine Ahnung, dann ist gut. Arbeitspriorität. Ja. Ja. Na gut, ich brauche Gameplay. Saba sagt schon mal, hat keine Ahnung. Alles klar. Also Grafik und Sound bei einem Denkspiel, das ist doch eher ganz ruhige Musik im Hintergrund, oder? Gute Technik. So. Welche Sprachen machen wir? 2200. Ja, komm, die Kohle haben wir, oder? Breiter Markt. Ich werde mich jetzt erstmal verziehen, muss noch ein bisschen schneiden, etc. Ich denke, ich komme später nochmal vorbei. Jules, vielen Dank für deinen Besuch und mal gucken, wie lange wir heute durchhalten. Kann auch sein, dass wir in 3 Minuten pleite sind mit den Einstellungen. Die sind schon ziemlich extrem, aber aus dem Gefühl heraus würde ich das so machen. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch der mieseste Spieleentwickler. Ja? Dann kriege ich bestimmt gleich einen Job bei Ubisoft. Entschuldigung. Raucherlunge. So. Name? Was für ein Name? Ach so, das ist Sortierung. Pausefunktion? Ja. Und Tastatursupport? Ja. Oder? Pausefunktion. Ja, vielleicht ist ja auch ein Zeitding drin oder so. Benötigt In-App-Käufe noch nicht. Grundkosten. Ja gut, ich muss das ja eh alles bezahlen. Gebühren und Lizenzen. 6.600. Was denn für Lizenzen? Nehmen wir so? Nehmen wir so, ne? Haben wir alles drin? Geh nochmal durch. Draw your brain. Das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir alles.
Weil, wie ich ja gestern schon gesagt habe, habe ich das gestern gesagt? Ne, vorgestern, ne? Genau, gestern war ja mit Jules und gestern, wenn ich nicht bin, ich der geheime Investor, kann man ja im Multi spielen. Ja, mal gucken, wie gut wir sind. Vielleicht machen wir ja mal ein Multi raus. Ja, es muss ja auch was nach Stardew Valley geben, Jules. Und wenn das Early Access ist, kommt ja bestimmt noch einiges. So, ASCII-Grafik, das haben wir alles mit drin. Ich habe null Ahnung. Aber ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir, dass das ungefähr so sein müsste. Es kann natürlich auch völlig in die Hose gehen. Das ist schon ein bisschen extrem hier, aber... einfach mal machen, komm. Wir sind doch neu auf dem Markt, weißt du? Komm, entwickeln. Soweit so gut. Um die Spielgeschwindigkeit zu regulieren oder das Spiel zu pausieren, kannst du auf die markierten Buttons klicken. Klicke nun auf die höchste Spielgeschwindigkeit, damit dein Charakter die Arbeit aufnimmt. Dann lass ihn mal arbeiten. Komm, wir gucken zu. Ich kann noch den alten Tee von gestern nehmen. Weil der neue sieht auch noch ein bisschen dünn aus. Glaube ich doch jetzt der dritte oder vierte Aufguss. Habe ich eigentlich Designer gemacht? Neue Forschung verfügbar, lokale Highscores. Das brauchen wir. Na, wie viele Wochen brauche ich denn, um so ein Spiel zu entwickeln, hä? Das muss doch schneller gehen. Also bis dahin, ciao, 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 Cesco. Was? Jules, bis später. So. So sieht das übrigens tatsächlich aus, wenn ich streame. Genau so. Ich sitze hier auch immer mit Krawatte. Immer. Ich mache nur die Kamera nicht an, weil ich auf dem Kopf aussehe wie ein Bär um Eier. Aber ich habe keinen Bock mehr zum Friseur zu gehen. Ich traue mich aber auch nicht, meine Haarschneidemaschine anzusetzen. Die nötigsten Arbeiten an diesem Spiel wurden abgeschlossen und ist bereit für die Veröffentlichung. Du kannst auch weiter am Spiel arbeiten und Verbesserungen vornehmen. Allerdings sind in der Polishing-Phase die Arbeitsergebnisse gering und die Bugs werden nur langsam entfernt. Ja. Am Anfang kannst du deine Spiele nur mit einem Publisher veröffentlichen. Im späteren Spielverlauf hast du aber die Möglichkeit, deine Spieler selbst zu produzieren und zu vermarkten. Katsching! Kohle, 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 Kohle. Ja, wir haben keine Bugs im Spiel. Das wäre mir persönlich aktuell das Wichtigste. Komm, wir suchen einen Publisher. Wir hauen raus. Wir müssen Geld verdienen. Geschicklichkeit ist das hier. Untere Genre haben wir nicht. Ja, da bietet sich ja eigentlich Mittel an. 9. Aber die haben keine Marktmacht. Marktstärke. 15. Der ist aber eher für Denkspiele. Marktstärke 60. Hey, komm, wir nehmen mal den kleinen. Gewonnene Erfahrung. Oho. Schön. Zack. Übersicht, wie viele Spiele zurzeit erhältlich sind, welche auch das Genre Geschicklichkeit und das Thema Zeichnen haben. Kein einziges. Wir sind also Alleinstellungsmerkmal sehr gut. Your Brain hat eine Alterseinstufung für 0 erhalten, was nicht schlecht ist, weil wir ja Kinder haben wollen. 18 wäre hier vielleicht nicht ganz ideal gewesen. Joe, Your Brain Review. Für unser erstes Spiel. Das spaßige Gameplay sorgt zwischenzeitlich für Stillstand in der Redaktion. Mehr Liebe zum Detail hätte den Grafikern nicht geschadet. Okay, so ist es unterdurchschnittlich. Leider quält sich eine eintönige Musik aus den Lautsprechern. Nicht schön. Die durchschnittliche Steuerung benötigt etwas Einarbeitungszeit. Vor allem etwas mehr in bessere Qualität, dann wäre es ein super Spiel. So ist es nur mittelprächtig. Ja, okay. War vielleicht doch mit 5% ein bisschen knapp. Ja, komm, fürs erste Spiel. Positiv denken. Super, läuft. Glückwunsch. Du hast nun dein erstes Spiel veröffentlicht und die grundlegendsten Funktionen von Mad Games Tycoon gelernt. Mach dich weiter mit den Möglichkeiten des Spiels vertraut, baue weitere Räume, stelle neue Mitarbeiter ein, erforsche neue Dinge und entwickle den nächsten Superhit. Viel Spaß.
Ja, stelle neue Leute ein. Mache ich. Das sind die Fans, das ist das Geld. Hier ist Mitarbeiter. Arbeitsmarkt? Sigmund Sorin. Glück. Medizinisches Wunder. Ordentlich. Medizinisches Glück. Talentiert. Und loyal. Bescheiden. Wir gehen nicht während der Arbeitszeit aufs WC. Okay. Frieren niemals. Wir bauen mit. Nee, das brauchen wir nicht. Kein Schmutz. Ist erhöht. Und treten häufig seltener auf. Was ist das? Okay. Das hatten wir auch gerade, ne? Achso, das ist das Klo. Das sieht aus wie ein I. Information oder so. Unerschöpflich. Beschweren sich nicht bei überfüllten Büros. Lernen schneller. Loyal. Sekundäre Fähigkeiten. Alles klar. Naturfreund. Braucht Pflanzen um sich. Wir niemals und glücklich. Tja, fehlerfreie Mitarbeiter wären ja mal ganz schön. Wie machen wir weiter? Komm, wir bauen als erstes mal ein Klo. Es fehlt eine Tür. Alles klar. Fenster braucht das Klo nicht, ne? Wir haben ja ein Fenster nach draußen, da können sie lüften. Falls mal jemand, ne? Punkt war's, ne? Hier müssten noch zwei Klos hinpassen, oder? Tee. Wir merken uns mal Tee. Ihr merkt, ne? Ganz schön knapp. Aber wer kann, der kann. So. Ein Waschbecken. Ja, komm, ein Waschbecken reicht. Handtrockner daneben. Ein Mülleimer ist immer gern genommen. So, Wasserspender und so weiter brauchen wir nicht. Medizinschrank ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Eine Heizung. Schön warm beim Kacken. Eine Uhr. 300. Nee, nicht beim Kacken. Eine Pflanze. Kann ich hier den abwählen? Vielleicht können wir das Waschbecken noch ein bisschen verrutschen. Wie komme ich denn an die Sachen immer dran? Habt ihr da eine Lösung für mich? Moment, wenn ich die Enter-Taste, nee, wenn ich Escape drücke, dann holt er sich irgendwo Gegenstände her. Also ich finde das gar nicht schlecht. Muss nur sauber gehalten werden, den Klo. Ah. Saba kennt sich da nicht aus in dem Spiel. Ich hoffe dennoch, es gefällt dir. Also ich finde das schon mal ganz witzig.
Okay. Machen wir einen Aufenthaltsraum?